Heute habe ich mir gedacht, machen wir mal was ganz Verrücktes. Eine Kräuterbutter. Und zwar eine McRib Kräuterbutter. Das Rezept ist relativ einfach. Wir benötigen einfach 250 Gramm Butter und einen McRib. Und los geht's. Also nehmen wir einmal den McRib. Eben frisch geholt. Und packen den mal in unsere Schüssel. Der McRib ist ja schön würzig und den werden wir jetzt einmal klein machen. Und los geht's. Gucken wir mal, was von so einem McRib übrig bleibt. Fast nichts. Wir müssen das noch ein bisschen kleiner machen. Ich gebe mal ein bisschen Gas. So sieht dann der McRib aus, wenn er schön klein ist. Wir schauen uns das jetzt aber auch noch mal auf einem Brett an. Und hier noch mal der McRib klein püriert. So, nun packen wir mal den McRib wieder in unsere Schüssel. Und geben 250 Gramm Butter hinzu. Schön weich, weil wir wollen es ja jetzt gleich vermischen. So, mal den letzten Rest hier abmachen. So sieht es jetzt aus. Die Butter ist drin, der McRib auch. Und wir gucken mal, was dabei rumkommt. Schön langsam, sonst haben wir das überall verteilt. So, jetzt füllen wir unsere McRib Kräuterbutter. Die ist ein bisschen flüssig, dadurch, dass der McRib hier auch noch ein bisschen warm war, in eine Form und geben sie in den Kühlschrank. So sieht es jetzt aus und ab damit in den Kühlschrank. So, nach einiger Zeit im Kühlschrank ist auch die Butter soweit fertig. Es kann noch ein bisschen fester sein, aber da haben wir die fertige Kräuterbutter, unsere McRib Kräuterbutter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert gerne meinen Kanal. Viel Spaß und guten Appetit!